Ich habe eine sehr gute Nachricht. Es läuft wieder, Ladies and Gentlemen. Ja, Problem ist gelöst. Wer das technische Probleme-Video gesehen hat, hat mitbekommen, dass ich gestern meinen Laptop nicht angekriegt habe und somit nichts für YouTube aufnehmen und streamen konnte. Das Problem hat sich gestern Abend dann nach etwa 2 Stunden Kopfzerbrechen dann tatsächlich mehr oder weniger von alleine gelöst. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber ich möchte ja, dass ihr auch ein bisschen was zum Lachen habt. Ja, ich habe auf jeden Fall, ich hatte es ja im anderen Video schon gesagt, sämtliche Tasten ausgebaut und geguckt, welche Taste denn an meinem Notebook-Keyboard festhängen könnte, so dass ich eben das Passwort ja nicht eingeben konnte. Bis mir The Götzler eine WhatsApp geschrieben hat, sag mal, schließ doch mal eine externe Tastatur an. Ja, die Idee hatte ich natürlich auch schon, bringt nur nichts, denn solange die Laptop-Tastatur aktiv ist, bringt auch eine externe nichts. Wenn irgendeine Taste festhängt, nützt das gar nichts. Was habe ich gemacht? In dem Moment, wo er mir das aber geschrieben hat, habe ich mir mal meine externe Tastatur angeguckt. Und auf meiner externen Tastatur hat ein Lämpchen geleuchtet. Und wenn eine Lämpchen an einer externen Tastatur leuchtet, hat sie Strom. Das heißt, sie war bereits angeschlossen. Und jetzt kommt's. Was lag auf der Tastatur? Die Verpackung von meinem Headset. Ich hätte gestern heulen und lachen zugleich können. Gelacht habe ich herzlich über meine eigene Dummheit, hatte dann trotzdem so die Schnauze voll, dass ich nicht mehr in der Lage war, irgendwas noch für zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal steht man wie der Ochs vorm Berg. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, der Fehler sitzt meistens vor dem Bildschirm und steckt nicht in der Technik. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles auf zurück. Ich bin jetzt zwar 1, 2 Tage später dran mit meinen Aufnahmen als geplant, aber es wird weitergehen. Heute Abend kommt das nächste Transformers Devastation Let's Play. In den nächsten Tagen geht es dann weiter mit The Phantom Pain, Star Wars Battlefront und The Division. Und heute Abend wird es dann auch den Star Wars Battlefront Livestream geben, den ich gestern leider absagen musste und somit nachhole. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin wieder am Start. Es geht weiter. Und ich würde mich freuen, ja, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich glaube, es gibt wenige Tage im Leben, an denen ich mich so dumm gefühlt habe wie am gestrigen. Ich hoffe, ihr haltet mir trotzdem die Treue. Danke fürs Reinschauen und viel Spaß. Tschüss.